wir haben euch die Schlange gezeigt. Die ist hier wohl gestorben. Oder so. Ich weiß es nicht. Nach unserem Showcase ist eine kleine Zeit vergangen. Leider war's das auch mit der Zeit. Der Schwertfall ist gestorben aus dem Showcase. Die anderen Tiere ebenso. Und die Löwen sind immer noch nicht eingezogen. Sagen wir doch einfach mal, wir reißen dieses Becken mal wieder zusammen ab. Und das Showcase-Gehege, was wir zum... Also, vielleicht machen wir bald mal wieder ein Showcase, aber wir könnten auch mal gerne mitten im Zoo so ein Projekt hinzufügen. Vielleicht nur für 5 Minuten. Oder so, das ist eine Special Part. Wo man dann sozusagen sagt, ja, jetzt widmen wir uns der Zucht von irgendwelchen Vögeln oder so. Oder wir holen Tiere vom Aussterben zurück. Aber erstmal machen wir hier Ordnung. So, es ist wieder alles in Ordnung. Vielleicht werden wir aber erstmal noch ein Savant hier nehmen, das sozusagen der Ersatz für den Löwen darstellt. Wie wär's denn mit einem Cheater? Oder wie heißen die? Ach ja, Cheater. Cheater. Cheater, Cheater. Wie auch immer. Holen wir uns davon erstmal ein Exemplar. Vielleicht bekommen wir von diesen Tieren ja noch ein besseres Gehege hin. Aber lassen wir uns noch ein bisschen kurz die Kritik über die Katzenartigen in Zoo-Tycoon machen. Denn an sich sind die Katzenartigen katzenartig, aber die Laufanimation ist nicht ganz die richtige, die sie von sich geben. Habt ihr euch schon mal angesehen, wie eine Katze läuft? So macht sie es auf jeden Fall nicht. Und deswegen widmen wir uns jetzt wieder unserem Zoo. Wir können ja noch so viele Dinge tun. So. Dann können wir nämlich noch so ein Zäunchen. Zäunchen. Ja, so ein Zäunchen hier so drumrum machen. Was ist hier passiert? Das ist seltsam. Was? Okay. So,
Somit hätten wir den Zaun. Irgendwie sieht die eine Spur voll scheiße aus. So, das ist besser. Nein! Ja! Nein! Wird schon irgendwie funktionieren, denke ich. Kann man hier irgendwo noch so ein Gras machen. Gras, Gras, Gras. Gras. Ja, Gras. Nicht unbedingt Savannengras, aber so. Nein, nicht laufend. Kleines Gras. Es ist nicht klein. Es ist nicht klein. Es ist klein. Paradiesvogelblumen sind mehr für Regenwälder, aber alles blöd. Ich habe schon die Tendenz hier irgendwie so gebürgst. Krass. Nee. Ja. Was haben wir mit dem Gebirgskrass immer? Das war doch so cool. Als sie die nur Biome gemacht haben, war man ja kein cooles Krass mehr. Seht's euch an. Dazwischen waren wir noch Problem. Das Hochgebirge als extra Dings hier auch da dran. Nö. Aber zur Dekoration. Na klasse. Das macht man natürlich nicht. Sie sehen nämlich bekloppt die aus. Machen wir hier noch ein bisschen Sumpfdotterblumen mit rein. Auch wenn es sich völlig neben die Spur legt, aber. Aber ich finde, es sieht doch toll aus. So eine Gucken, wie es hier aussieht. Boah, nicht zu voll, aber es hat was Eigenes. Deswegen machen wir hier jetzt so Sumpfdotterblumen rein. Irgendwie habe ich hier ein bisschen mit den Pflanzen übertrieben. Blumen im Gehege. So. Jetzt wird es aber allerdings Zeit noch für die ganzen anderen. Wollt ihr mich verarschen? Die haben schon Kinder gekriegt und. Und der Tierpfleger ist mal wieder viel zu dämlich, sich mal um die ganzen Flamingos hier zu kümmern, oder was? Ach, das ist doch bekloppt.
Wölfen, der da noch so sinnlos rocken. Kümmer dich um die Viecher hier. Kümmer dich um die Viecher. Ja, das geht überhaupt nicht. Wieso denn das hier, wenn hier kein Tor ist? Ich glaube, den habe ich. Alter, das ist kein Wunder, dass ich keiner um die kümmern kann. So. Ihr habt schon Kinder gekriegt, aber die sind alle gestorben, nur weil ich vergessen habe, Tor hinzubauen. Das tut mir leid. Nämlich jetzt einen speziellen Cheater. Mal sehen. Nein. Auch nicht. Wir sind gleich wieder da. So viel zum Thema, wir sind gleich wieder da, wir sind sofort wieder da. Wir haben einen gefunden. Ein pseudomelanistischen Geparden. Auch ein sogenannter Königscheater. Aber damit jetzt auch nichts passiert, machen wir die mal ganz schnell wieder weg. Und weg sind sie. Denn wir haben nämlich jetzt unsere neuen Geparden. Wie gesagt, das hier ist ein pseudomelanistischer Gepard. Was pseudomelanistisch bedeutet, weiß ich nicht, aber wenn ich das danach beurteilen kann, wie es aussieht, dann sind das einfach Flecken, die ineinander verlaufen sind und dieses komische Muster bilden. Das wirklich so königlich wirkt. Naja, es ist jedenfalls eine Form von Genmutationen, die es bei Geparden gibt. Und der sogenannte Königscheater wird jetzt jedenfalls fürs Erste unserem Zoo bewohnen. Und ich denke, mit der Rettung unseres Zoos und der willkommenen Heißung unseres Königscheaters verabschieden wir uns für diesen Part und sehen uns erst wieder im nächsten Part im Reich des Königscheaters. Also bis dann und ciao.